Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Dieses Mal wieder einer ganz besonderen, denn es gibt das große Unboxing von Maddie Box, der Sommer Edition. Und ich werde jetzt in diesem Video hier mal die Box gemeinsam mit euch auspacken und zeigen, was so Schönes drin gewesen ist und die einzelnen Produkte mal im Detail vorstellen. Die letzten beiden Wochen habe ich euch ja bereits schon zwei Produkte aus der Box vorgestellt, nämlich zwei Schablonen, Heidis Fähnchenmaker und Heidis Kissenboxmaker MOF. Das sind zwei ganz besondere neue Produkte, die so auch in den Shop gewandert sind und die ich einfach etwas detaillierter nochmal erklärt habe. Aber die beiden Videos verlinke ich euch nochmal am Ende des Videos, da könnt ihr euch nochmal genau anschauen, wie die Produkte funktionieren und was man damit alles so Schönes machen kann. Hier gebe ich dir jetzt quasi einen kompletten Überblick, was da sonst noch so in der Box gewesen ist. Ich würde sagen, los geht's! Machen wir erst einmal die Box auf und es startet schon mal mit dem Flyer, der wieder drin gewesen ist. Denn da habe ich nochmal im Detail aufgeschrieben, was hier alles so drin gewesen ist. Es gab eine kleine Beschreibung, sodass man ja schon weiß, was man mit dem Produkt machen kann, bevor ich sie vorgestellt habe. Falls du mir schon eine Weile folgst und die kleinen Sneak Peeks zum Beispiel auf Instagram mitbekommen hast, dann weißt du, von was ich da die ganze Zeit geredet habe, nämlich von Farben. Dass dieses Mal ganz besondere Farben in der Box sind. Und passender zum Sommer könnte es nicht sein, denn ich habe mich hier für Neonfarben entschieden. Das sind die Brush Pens von Karin Markers. Da haben wir einmal blau, einmal pink, einmal gelb und einmal orange. Alles in Neon, denn ich habe das mal getestet und die Stempel damit eingefärbt. Blendings auf den Stempeln gemacht und ich kann euch sagen, einfach nur geil. Ich bin so fasziniert davon, es sieht einfach richtig gut aus und macht die ganze Sache einfach zu einem richtigen Hingucker. Ich zeige dir am Ende nochmal ein Projekt, was ich damit umgesetzt habe, aber dafür habe ich noch viele andere Produkte aus der Box verwendet, von daher musst du da nochmal einen ganz kleinen Moment warten. Auf jeden Fall fetzt das richtig, die Stempel damit einzufärben. Du kannst einfach mit der Brushpen-Spitze auf dem Stempel malen. Das machst du am besten einfach so ein bisschen von der Seite, so dass du die komplette Seite nutzt und nicht die Spitze. Und du kannst natürlich aber auch zusätzlich mit denen noch ein Lettering gestalten, also beides wieder miteinander kombinieren. Und wenn du die Farben dann gleich siehst, wirst du dir bestimmt auch nur denken, wow, wow, wow. Ich habe jetzt hier nochmal alle vier Farben nacheinander aufgemalt. Da bekommst du schon mal einen Eindruck, wie schön das leuchtet. Das leuchtet natürlich in echt noch wesentlich mehr und krasser als jetzt hier über die Kamera. Das sind wirklich alles so richtig leuchtende Farben, die miteinander natürlich vermischt auch noch weitere Farben erzeugen. Also einfach nur grandios. Des Weiteren hat sich eine neue Schablone in der Box befunden, nämlich Heidis Kissen Box Maker MOF. Das MOF steht für das optionale Fenster. Hier kannst du es ja nochmal im Detail sehen. Aber dazu habe ich auch letzte Woche schon mal ein detailliertes Video hochgeladen. Und wie gesagt, das kannst du am Ende dann nochmal anschauen. Das verlinke ich dir direkt. Und mit dieser Schablone kann man quasi solche tollen kleinen Kissenboxen basteln, die dann quasi als Geschenkschachtel gut zu gebrauchen sind. Hier siehst du, dass man etwas reintun kann. Die sind von der Größe her übrigens so gemacht, dass quasi gerade so ein Geschenkgutschein, also eine normale Karte, wie zum Beispiel diese Apple-Karten oder Amazon-Karten oder einfach diese typischen Chip-Karten wie EC-Kartengröße, da reinpasst. Aber es ist natürlich so auch super praktisch für Geschenke, die sich schwer verpacken lassen. Also wie zum Beispiel Geldgeschenke. Das ist immer so eine Sache, einfach nur den Schein in einem Briefumschlag ist auch irgendwie langweilig. Und da ist so eine Schachtel auf jeden Fall richtig super, denn die kann man noch schön gestalten. Dazu zeige ich euch gleich mal noch ein paar Beispiele. So hat man schon ein richtig schönes Geschenk. Außerdem zum Beispiel, wenn man Schmuck verschenken will oder andere Kleinigkeiten, die sich einfach nicht so richtig verpacken lassen, ist das doch eine schöne Alternative. Ich meine, diese Boxen, die gibt es an sich auch fertig zu kaufen, die sind aber meistens größer. Ich habe mir gedacht, es ist doch einfach super schön, wenn man die auch selber machen kann, denn so könnt ihr zum Beispiel auch ein Aquarellpapier nehmen, das bemalen und dann einfach mit der Schablone dort ausschneiden. Und es ist wieder wie bei meiner anderen Schablone Heidis Karten vom Maker DZF, dass man quasi nur ein Cuttermesser oder eine Schere und diesen Prägestift benötigt. Also kein weiteres Werkzeug und von daher ist man da super flexibel und kann jetzt richtig schöne Kissenboxen basteln. Aber das war dieses Mal nicht die einzige Schablone, die da in die Box gewandert ist und was neu im Shop nun erhältlich ist, sondern es gab noch eine zweite Schablone, die ist etwas kleiner als die Kissenbox und zwar ist das Heidis Fähnchenmaker. Ja, man kann es hier dran schon erkennen. Man kann damit kleine Fähnchen basteln. Und das ist zum Beispiel auch super praktisch, um einen richtig schönen Partytisch zu gestalten. Ich zeige dir mal, wie das fertig ausschaut. Das ist quasi so ein fertiges Fähnchen. Das kann man dann zum Beispiel hier
einfach so in die Muffins reinstecken oder was auch immer man dann auf dem Tisch stehen hat. Man kann das natürlich auch auf den Platz legen und dann das gleich als Namensschild nutzen und die Namen hier mit draufschreiben und schön gestalten. Da gibt es quasi richtig viele Möglichkeiten, eine Party aufzuhübschen. Und auch jetzt gerade im Sommer fand ich das einfach super passend. Aber man kann natürlich nicht nur diese Fähnchen damit basteln, sondern auch Wimpel und richtige Wimpelketten bauen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar so eine schöne Wimpelkette, die kann man jetzt quasi einfach mit über den Tisch hängen oder an die Wand hängen. Ihr kennt das ja bestimmt auch so vom Kindergeburtstag zum Beispiel oder allgemein von einer Party, da ist das ganz gerne mal gemacht. Und dann kann man einfach je nachdem, was man da drauf schreiben möchte, wenn man Happy Birthday schreiben will, dann braucht man natürlich ein paar mehr Fähnchen, aber dann kann man sich das einfach selber passend gestalten. Und ich habe dann natürlich auch schon ein paar Fähnchen vorbereitet, wie sowas aussehen kann. Hier haben wir zum Beispiel das Schulkind, ja, in Kombination noch mit Transferfolie, also das glitzert richtig schön. Außerdem gibt es noch aus meiner Küche, ja, da kann man dann einfach, wenn man etwas selbst gemacht hat, zum Beispiel den Kuchen gebacken hat oder was anderes, die Muffins zum Beispiel, das mit reinstecken und dann zum Beispiel allgemein auf den Tisch mitstellen, wenn man alles selber gemacht hat. Dann habe ich hier noch ein Beispiel und zwar ist das eher als Platzkarte genutzt. Du kannst ja sehen, dass hier unten in der Ecke steht das kleine Wort Oma, denn das ist der Platz von der Oma. Und diese Stempel sind ja auch ganz neu. Das heißt, es gibt Mama, Papa, Oma, Opa und so weiter. Aber man kann natürlich dann auch den Namen einfach da reinschreiben. Und jetzt zeige ich dir schon mal ein Beispiel mit den schönen, tollen, neuen Farben. Tada! So schaut das aus. Das habe ich hier mal, ja, einen Stempel damit eingefärbt. Und dann einfach noch nur dieses Wort abgestempelt. Das ist von dem Stempel Enjoy the Moment. Und die Farben sind einfach richtig schön knallig und kommen, glaube ich, auf einer Sommerparty richtig, richtig gut. Und damit man mit dem Fähnchen natürlich auch sofort loslegen konnte, habe ich da noch zwei Rohlinge mit reingetan von den Holzstäbchen. Die gibt es ja in jeder Drogerie, im Internet oder auch im Supermarkt zu kaufen. Aber ich dachte mir, zwei davon müssen in die Box rein, sodass ihr sofort loslegen könnt. Und dann nimmt man quasi die Schablone und kann dann quasi das Papier hier dran entlang falten und um das Stäbchen drumherum legen. Das passt also von der Größe her genau perfekt, sodass man dann ganz viele Sachen für den Partytisch machen kann. Und die restlichen Bestandteile waren alles Stempel, die stelle ich euch jetzt mal nacheinander vor. Und zwar war dieses Mal auch ein größerer Stempel dabei. Diese Blumenvase. Eine Vase war ein Motiv, das habt ihr euch schon ganz schön oft gewünscht in den verschiedensten Variationen. Und ich dachte mir, fangen wir doch erstmal hier mit an und machen eine schöne, bauchige Vase. Dann habe ich beim Zeichnen überlegt, das wäre doch eigentlich cool, wenn man der einen shabby Look verleihen würde, dass sie quasi so ein bisschen Spuren hat, als wenn sie schon alt ausschaut. Aber dann dachte ich mir, nee, das kann man ja alleine nur mit Stempelfarbe erzeugen. Das heißt also, man färbt den Stempel nur ganz leicht ein und drückt das Stempelkissen gar nicht so doll drauf und hat damit gar nicht das komplette Motiv eingefärbt, sondern nur Teile davon. Und man hat ab und an mal so einen kleinen freien Bereich und kann damit alleine mit dem Motiv schon so viele verschiedene Looks erzeugen, dass ich mir dachte, ja komm, ich mache das als komplette Vase, dass man wirklich das so an sich abstempeln kann oder halt dann, ja, der einen anderen Look verleihen kann. Aber in meinem Beispiel hier, ich zeige dir mal, wie die abgestempelt ausschaut, habe ich einfach ein Papier genommen, was schon etwas strukturierter ist und damit kann man natürlich auch schon diesen Look erzeugen, dass es nicht wie komplett gedruckt abgestempelt ausschaut. Was braucht eine Vase? Die braucht natürlich ein paar Blumen, die man da reinstellen kann. Und passend dazu habe ich mir dann natürlich ein paar kleinere Stempel überlegt, unter anderem einen Mini-Stempel. Und zwar schaut der so aus. Das ist wie so eine kleine abstrakte Mondblume. Ich zeige dir hier mal, wie die abgestempelt ausschaut. Und das Besondere an diesem Motiv ist, man kann es entweder so abstempeln, dass die Blüte so ausschaut, als wenn man sie von der Seite sieht. Aber man kann diesen Stempel auch einfach mehrmals im Kreis abstempeln, um es genau zu nehmen, dreimal. Und dann erhält man eine komplette volle Blüte, als wenn man auf die Blüte komplett drauf schaut. Wenn dir das Freihand natürlich nicht so gut liegt, kannst du das sehr gerne mit Stempelhilfe Günther machen, denn der unterstützt dich ja dabei, ein Stempelmotiv exakt abzustempeln. Das heißt, du kannst dann mit Hilfe der Folie das immer wieder so drehen, dass man genau die Mitte der Blüte trifft. Aber man kann sich natürlich auch hier an dem Punkt in der Mitte orientieren und dann Freihand so eine Blüte stempeln. Ja, aber eine Blüte wäre natürlich irgendwie langweilig, beziehungsweise zwei. Man kann ja schon zwei verschiedene Looks mit dem kleinen Mini-Stempel machen. Und da dachte ich mir, mache ich doch eine Sonderedition und mache noch zwei weitere Blüten. Und die erste Blüte
die schaut so aus. Es ist quasi so ein bisschen, ich habe es mal wie als Seerose bezeichnet. Das passt zwar jetzt nicht für eine Blume in der Vase, aber man muss ja den Blumen immer irgendeinen Namen geben. Und von daher hat mich das ein bisschen daran erinnert und dann habe ich das einfach so benannt. Es ist einfach sehr abstrakt gehalten und man kann damit richtig schöne Blumen in die Vase stellen, auf jeden Fall. Und die zweite Blume, die ist ähnlich. Die schaut nämlich so aus. Es ist so eine kleine Blüte, die man von der Seite sieht und oben kommen so ein paar kleine Blumensamen raus. Die Blüten sind halt vom Stil her alle sehr gut zueinander passen, weil es mehr so ein bisschen abstrakt ist, nicht so realistisch. Da kommt es natürlich immer drauf an, was man für einen Look erzeugen möchte. Ich habe nämlich ein Beispiel gebastelt, wo ich die Blumenvase mit den ganzen Blüten befüllt habe und habe dann einfach noch ein bisschen was zugezeichnet, um das so ein bisschen fülliger zu bekommen. Und ich würde sagen, das zeige ich dir mal ganz kurz. So schaut die Karte nämlich aus. Hier habe ich an der Seite noch gleich die Brush Pens verwendet und das ein bisschen farbiger gestaltet. Und den Rest in der Mitte extra nur in Schwarz gehalten, um so einen schönen Kontrast zu schaffen und hier die Blumen wirklich an sich wirken zu lassen, durch diesen farbigen Rand einen kleinen farbigen Touch reinzubekommen. Durch die Neonfarben natürlich auch ein kleines Highlight. Und demnächst werde ich dir natürlich hier und auch auf Instagram die ganzen Sachen nochmal in Aktion zeigen und dir immer wieder neue Inspirationen zeigen, was man damit alles umsetzen kann. Ich bin gespannt, was du zum Inhalt der Box sagen wirst. Erzähl mir das super gerne hier unten in den Kommentaren. Und nach der Box ist vor der Box. Das heißt, die nächste Box kannst du bereits vorbestellen. Das ist dann die Herbst Edition, die erscheint dann im November. Den Link dazu schreibe ich dir direkt in die Infobox. Und im Anschluss kommen jetzt wie versprochen hier nochmal die beiden Videos. Einmal zu Heidis Fähnchenmaker und zum Kissenboxmaker MOF. Da kannst du dir das nochmal im Detail anschauen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Video. Da werde ich dir nämlich mal diese Karte zeigen, wie ich sie gestaltet habe, denn es ist gar nicht so schwierig und so aufwendig, wie das vielleicht aussieht, sondern wirklich easy peasy. Ich freue mich, wenn du dann also wieder vorbeischaust oder wir uns auf Instagram hören, sehen oder lesen. Also bis dahin, mach's gut!